So, du, jetzt fehlt nur noch die Feuerplatte, ne? Ich habe Feuer gemacht. Ja, und jetzt musst du die mit mir rüber übers Feuer legen. Ich habe nicht. Wieso machst du, hast doch schon Handschuhe an? Zwei Handschuhe. Wofür brauchst du denn zwei Handschuhe, wenn du es jetzt nicht alleine machst? Na, die habe ich für dich bereit. Ach so, und dann, wir können ja schon mal, komm, wir sagen schon mal, was heute hier abgeht. Heute wird es wirklich, also ich möchte sagen, spektakulär. Wir haben so ein neues Spielzeug. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Das ist so ein Ding an einem Stab, da machst du ein Stück Speck rein, dann zündest du das an und dann läuft der Speck unten raus und so übers Fleisch drüber. Und das Fleisch ist heute auch der Knaller. Wir haben ein T-Bone Steak von yourbeef.de. Muah. Das ist das Ding. Achso, du wolltest dich eigentlich umdrehen, das sollte cool aussehen, ja, und so. Das war so richtig. Eigentlich schon. Komm, das muss auch gefährlich aussehen. Ja, so, wartet. Flambadoo. Das heißt Flambadoo, diese Art von Gerät. Und das hier ist Big Flame, der Flammenwerfer für den Grill von grillrost.com. Da, 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 da. Ich bin ja gespannt, ne? Also, muss noch ein bisschen, glüht noch nicht. Das muss so lange heiß gemacht werden, bis es glüht. Genau, richtig schön rein da. Ganz wichtig, Lydia, jetzt kommt wieder der Klugscheißer durch. Nach der ersten Benutzung muss das Ding dringend mit Öl eingestrichen werden. Sonst rostet es. Genau, es ist Stahl, sonst rostet es. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Uns ist aufgefallen, ihr Lieben, nachdem wir euch hier immer so viel Action bieten, dass die Hälfte von euch unsere Videos gucken, ohne unseren Kanal zu abonnieren. Machtet jetzt mal noch schnell, ja? Eine Frau lernt grillen, auf abonnieren klicken und gleich das Glöckchen aktivieren, damit ihr jeden Sonntag Bescheid bekommt. Und ich kümmere mich in der Zeit darum, dass die schön eingeölt wird, die Feuerplatte. Sonst kommt Lydia nämlich vorbei mit dem Flammenwerfer. So. So nämlich. Das sind doch Schnittbilder, von denen du träumst, oder nicht? Ja, ja. Dry-aged T-Bone Steak. Gott, wie viele Kilo sind das schon wieder, Micky? Das ist gar nicht so viel. Das ist auch nur für mich allein gedacht. Du wolltest dir eine Tomate mit rausnehmen, hast du gesagt. War das nicht irgendwie so? Das ist mal... Oh, da weißt du aber echt Bescheid, ne? Da weißt du richtig Bescheid. Ey, wirklich. Okay. Ich tu's. Wir werden es jetzt also richtig scharf angrillen, wie ihr wahrscheinlich gerade seht. Dann legen wir uns das erstmal zur Seite, schneiden uns Tranchen runter, Lydia. Ja. Und dann werden wir den Flammenwerfer für den Grill ausprobieren. Ich finde allein der Name ist so geil. Erstmal muss ich das jetzt vom Knochen lösen. Genau, während du das machst, wollen wir dann auch ein bisschen hier noch was zu den Fakten sagen. So, weißt du, wir können ja so einen Faktencheck immer mit einbauen. Der große Faktencheck. Also, dieses Flambadoo kommt eigentlich aus Frankreich. Das habe ich schön bei grillrost.com gelesen. Da kann man auf jeder Party auch punkten, ja, mit seinem Fachwissen. Also, kommt von den Franzosen. Und halt dich fest, Lydia, die machen das, was ich vorhin gesagt habe, was ich noch unbedingt machen will. Du mich angeguckt hast, nein, das machen wir nicht, um Gottes Willen. Was denn? Ach, die Butter. Wir stecken da Butter rein. Die machen das auch gern mit Austern oder Muscheln oder was weiß ich. Ne? Da kannst du halt viel, viel Sachen nehmen. Gemüse, Obst. Alles ist quasi möglich. Oh, guck mal, die, ey, wie die aussehen, diese Scheiben, ey. Also ich bin hot. Ja, und dann schneiden wir uns ein bisschen Speck ab und dann testen wir erstmal. Ich bin hot, hast du gerade gesagt. Ja, so. Ja, Entschuldigung. Man muss sich auch mal selber loben. Weißt du, von dir kommt denn das immer nicht? Ein echten Hottie an meiner Seite. Einen echten Hottie hast du. Ein Scotty to Hottie. Kennst du den noch? Nee. Vom Wrestling damals. Scotty to Hottie. Nee, kenn ich nicht. Leute, wer kennt den noch? Und los. Okay. Und es fängt wirklich an zu brennen. Nein, ist das geil. Aus. Guckt euch das an. Okay, das ist extrem cool, Lydia. Guck mal, das Geräusch. Ja. Ja. Ey, das kriegt eine Kruste, das Fett. Guckt euch das mal an am Fleisch. Siehst du das, wie mit jedem Tropfen das Fleisch an der Stelle gar wird? Ja, voll. Guck mal hier. Achtung, ja. Zack, zack, ich sehe das. Zack, zack, zack. Dass noch kein Salz dran ist, Lydia, ne? Und trotzdem ist schon geil. Ist immer so krass, ne? Ohne Salz. Und es ist schon der Hammer. Micky hat Trüffelsalz mit rausgebracht. So nämlich. Ich mache jetzt den ganzen Speck da rein. Alles. Den ganzen Speck, alles. Aber warte, ich mache auch noch Tomate drauf. Tomate. Und ich würde es auch mit dem Toastbrot probieren. Ey, und Leute, wir haben leider keine Banane. Aber wenn ihr Banane habt, Banane und Fett. Ist nicht gesund, aber ich sag's dir, Lydia. Ja, Micky wollte sich natürlich den Spaß nicht entgehen lassen. Ne? Der stand hier auch schon. Das ist Showküche. Leute, das ist Showküche. Das ist Showküche, das stimmt. Ich habe ein Herz in den Toast gemacht. Guck mal. Für mich oder für das Toast? Für dich. Sehr gut. Achtung, Butter fertig. Genau, wir haben es jetzt nicht nochmal heiß gemacht. Oh. Aber okay. Guck mal, der Effekt sollte klar sein. Im Winter, beim Wintergrillen ist das, glaube ich, total schön. Ja. Das stimmt, ja. Das macht doch was her. Wenn dann auch noch Schnee liegt und dann diese Hitze von der Feuerplatte mit diesem Ding, Knaller. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Das ist wirklich ein richtig geiles Spielzeug mal wieder. Ja, ja. Ich finde, der grillrost.com ist für mich immer so wie so eine Spielwiese. Das sind eigentlich alles Spielzeuge. Spielzeugladen. Dort. Genau. Mega saftig. Super fettig. Geschmacklich.
1A. Und jetzt probieren wir so eine Tomate, Lydia. Mhm. Da könnte man auch ein bisschen Zucker noch mit rein, mit Zucker und Butter mischen. Ja, da, also damit werden wir eine ganze Menge rumspielen, das sage ich dir so, wie es ist. Weißt du, das schmeckt bestimmt wie Tomate im Speckmantel ohne Speckmantel. Mh, ist lecker. Ist sehr ganz lecker. Lecker. Oh Mann, ey. Wir bräuchten jetzt dazu auch noch Käse. Wir müssen, Lydia, du musst noch mal einkaufen gehen. Ich werde die Feuerplatte bewachen und dann legen wir noch mal los. Wisst ihr, was man nämlich auch machen kann? So einen Camembert-Käse drauflegen und dann von oben mit diesem Speck, mit diesem flüssigen Speck drüber, über Camembert. Ja. Oh, da kann man durchdrehen. Ja. Es ist wieder mal ein tolles Spielzeug. Wir verlinken es euch drunter, falls ihr Interesse habt. Auch alles andere, was wir hier immer so benutzen, ist unten drunter. Damit unterstützt ihr uns ein bisschen und dann freuen wir uns, wenn ihr bei unserem nächsten Spielplatzabenteuer dabei seid. Nächsten Sonntag. Eine Frau lernt grillen. Jetzt noch schnell abonnieren.